So, jetzt können wir einen Wagen nehmen. Premium. Wie nennen wir ihn? Wie nennen wir ihn? Jetzt müssen wir überlegen, was nehmen wir denn da rein? Entweder ein V6 oder ein V8 oder sowas. Ich nenne jetzt erstmal One, weil es ist der erste Motor. Ja, da. Also, wir können jetzt auswählen zwischen Reihe, 60 Grad, 90 Grad und Boxer. Also, ich finde Boxer eigentlich immer ganz schön. Das erinnert mich immer an den ersten Käfer bzw. an einen Subaru. Aber ich glaube, prestigetechnisch sind wir da schon hier. Also, Prestige hier ansehen. Ah, 60 Grad. Oh. Ja, gut. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wir könnten dann V8 einsetzen, aber wenn 60 Grad nur in V12 geht, ist denn das noch Premium oder ist das Supercar schon? Nee, dann nehmen wir. Wir können ja auch keinen Sechszylinder nehmen, ne? Dann bleiben wir mal so. Bleiben wir hier mal beim V8. Gusseisen. Die Bohrung würde ich jetzt standardmäßig so lassen. Das ist halt hier der Hub. Also. Moment. Kann ich mal ein bisschen erklären hier? Das finde ich schön. Dann sieht man halt diese Stange hier. Also, wenn ich den Teil jetzt erhöhe, dann wird der Hub selber einfach größer. Dann läuft er weiter hoch und weiter zurück. Wenn ich das jetzt ändere, dann ändere ich hier den Durchmesser. Sieht man das eigentlich? Ah, ich glaube, man kann es sehen. Ah, oder? Kann man es sehen? Das ist so. Ah, man muss es sich vorstellen. Ich denke, man muss sich hier vieles vorstellen. Und ich mache gerne eigentlich so, dass die Motoren ein bisschen drehfreudiger sind, aber weil wir jetzt gerade recht wenig Auswahl haben. Weil wir haben halt nur die Sachen von 1946. Nehme ich hier so ein Mittelding wieder. Bleiben wir bei dem guten alten 4 Liter. Hat sich halt irgendwie eingebürgert. Halben Liter pro Zylinder, passt irgendwie. So, welchen Kopf nehmen wir denn? Also wir könnten Stößelstangen nehmen. Dann sehen wir hier Nockenwelle. Die ist da unten drin. Aber hat natürlich sehr viel Reibung in diesem Bereich. Das müsste eigentlich auch. Ja, da sieht man es. Hier dieser Reibungsbereich da. Der ist recht hoch. Dann gibt es eine Nockenwelle. Okay. Direkt agierende Nockenwelle. Okay. Ah ja, mit den Stößeln. Okay. Obenliegende Nockenwelle. Und dann gibt es zwei obenliegende Nockenwellen. Moment, aber das sind doch dann auch direkt agierende. Außer das. Sind das vielleicht Hydrostöße? Nee. Aber da weiß ich jetzt gerade nicht, ob das als Hydrostöße gilt. Kann sein, muss aber nicht. Darauf habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht geachtet. Also, dass die hier so über so einen Winkel, beziehungsweise über so ein Gelenk gearbeitet werden. Ja, gut. Bei oben liegende. Ja. Aber wir sind beim Premium. Ich hätte jetzt da zwei oben liegende Nockenwellen einfach genommen. Nehmen wir dann vier. Dann vier Ventile. Dann geht auch besser die Luft rein und raus. Die sind zwar hier größer, aber das Flussbild wird dadurch sehr viel besser. So, ja. Nehmen wir Kopf aus. Gusseisen. Wenn wir uns den Motor jetzt nochmal angucken. Jetzt momentan aus. Können wir auch hier irgendwas sehen? Schraube sehen. Boah. Ach stimmt. Darauf habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet. Hier, das hier zeigt einem an, wie groß ein Motor maximal sein kann. Zeigt dir ja manchmal mit Pfeilen an, wenn es zu groß wird. Moment. V12 zeigt dir das an? Ne, auch nicht. Könnten wir echt einen V12 einsetzen. Krank. Aber gut. Das möchte ich jetzt gerade nicht. So, Kurbelwelle. Da habe ich mir schon ein bisschen auch zu gelesen.
Moment, Moment. Nochmal einmal weg. Sieht man das? Kann ich den anhalten? Ich glaube, wenn ich ihn kaputt mache, vielleicht. Kann man das überhaupt? Flat? Flat. Ebenfalls bei dem Flat Plane. Da ist die Kurbelwelle hier mit gemeint. Dann sind die eben nicht so verschränkt. Also, dann. Es ist eigentlich jetzt genau so, wie es jetzt ist. Wenn ich die nämlich hinlegen würde, dann würden, nennt man die, alle Laufbahnen hier, würden entweder nach rechts oder nach links zeigen. Und würde ich eine normale nehmen, dann wäre das ein bisschen verdreht. Ah ja, man sieht's doch, man sieht's. Hier. Der hier zeigt jetzt dort und der hier, der würde im gleichen Moment, wenn der nach dort zeigt, ein bisschen nach unten zeigen und der nächste irgendwo anders hin. Und Flatplate ist mehr Leistung und mehr Leistung und dreht auch schöner. So wie ich das jetzt gelesen habe. Ich meine Ferrari, meine ich nur V8 mit sowas. Zumindest meine ich das. Und der, ja, ist so ein bisschen ruhiger, laufruhiger und so weiter. Ich würde sogar laufruhig vorziehen vor Leistung, weil Premium möchte ja auch gerne. Wir haben jetzt eine Limousine genommen. Ich denke, die Feichs wollen auch entspannt durch die Gegend fahren. Hier nehme ich die gegossenen, weil ja, Drehmoment werden wir jetzt nicht so krass wie haben. Aber die Drehzahl wird wahrscheinlich ein bisschen höher sein. Hier auch. So. Hier könnten wir in der Theorie jetzt noch ein bisschen was ändern, aber das macht man halt gerne im Facelift. Ist da überhaupt was? Echt aus. Man kann zum Beispiel, wenn man Facelift macht, kann man, man kann das hier nicht mehr verändern. Irgendwie so. Dann kann man aber den Motor noch mal ein bisschen kleiner machen, wenn man Turbo draufsetzt und so weiter. Dann wird der Block halt nicht so ganz krass ausgefräst. Ne, die werden gegossen, ne? Ja, jedenfalls. Dort werden dann die Laufbahnen nicht so groß und so weiter. Das ist ganz interessant für ein Facelift, wie gesagt. Dann können wir hier die Nockenwelle uns anpassen, beziehungsweise die Verdichtung, also wie stark der hochwandert und verdichtet das ganze Gemisch. Aber darauf kommen wir gleich erst. Ja, 1946 gab es noch keinen Turbo. Was? So. Die Scheich, sie achten nicht auf Sprit. Nehmen wir denn da? Dann nehmen wir irgendeinen, der ordentlich Dampf hat. Two Barrel, einfach Wasser. Ich glaube, damit ist dann. Ich glaube, das ist ein One Barrel und das ist ein Two Barrel. Glaube ich jetzt gerade. Obwohl ich jetzt bei Vergasern weiß ich nicht, was jetzt das Two Barrel wirklich sagt. Weil wir wollen Dampf. Ja, wollen wir wirklich so viel Dampf? Weiß ich noch nicht. Nehmen wir mal eine Mittelmaß. Leistung, Rennsport. Wir sind nicht im Rennsport. Leistung auch nicht. Der soll ja auch ein bisschen halten. Dann nehmen wir Super Fab Light. Und dann noch den Auspuff. Was nehmen wir denn da? Ja, wahrscheinlich werden wir auch gleich erst alles sehen, oder? Ah ne, doch. Hier sieht man was. Ach, ist vielleicht Two Barrel? Ne, Moment. Ich glaube, ich habe jetzt auch Vergaser 2. Barrel, One Barrel. Es sieht jetzt spontan so aus, als ob hier vielleicht. Hier sind zwar zwei Vergaser drin, also wo das Benzin-Luftgemisch entsteht. Aber das sieht, finde ich, spontan so aus, als ob da zwei Rohre drin sind. Das vielleicht. Aber man sieht hier irgendwie zwei. Ah ja, ja, guck mal. Man kann das sogar echt sehen. Kann ich da irgendwie mit der Maus? Ne? Da kann man leider nicht so viel sehen. Aber hier sieht man, dieses Two Barrel heißt scheinbar, dass ja, es zwei Rohre gibt, die reinführen. Beziehungsweise zwei Vergaser in einem Vergaser sozusagen.
man das so nennen? Ah, bestimmt. Jedenfalls sieht ganz interessant aus. So kann man dann zwei und einen. Aber wir bleiben erstmal bei zwei. Ich finde, dass die. Was ist denn das? Ist das der Choke? Oder ist das die ganz normale Drosselklappe? Dass sie so interessant geformt ist, obwohl. Im Moment, das müsste der Choke sein. Das hier unten liegt. Oh. Ja, da bin ich nicht so mit vertraut. Ich habe zwar ein Auto mit Vergaser hier stehen, aber naja, dann lasse ich die Werkstatt immer machen. Sagen wir mal so. Müsste eigentlich in dem Buch stehen, was ich zum Auto habe, aber gut. So, dann. Was nehmen wir denn für einen Ausbruch? Einfache Gusseisenkrümmer. Ah ja. Das ist. Also, ja, okay. Ah, ja, okay. Eieiei. Was ist das denn für ein Ding? Ja gut, damit habe ich noch nicht rumgespielt. Ich habe meist Turbomotoren genommen, beziehungsweise mir darüber keine Gedanken mehr gemacht. Das sieht ja wirklich sehr interessant aus, besonders der hier. Also bei Fächerkrümmer, da habe ich mir schon mal auch ein bisschen Gedanken zu mal gemacht. Irgendwann hatte ich gelesen, dass man möglichst es schaffen möchte, dass die Rohre immer gleich lang sind. Dass wenn zum Beispiel jetzt Zylinder 1 hier ausstößt, da hinten durchjagt und kurz danach, also es ist ja nicht 1, 2, 3, 4, 5, sondern hier und dann da und dann so, ne? Also erste, der vierte, eine zweite, dann der, ne, zweite, dritte? Das war beim Vierzylinder, glaube ich. Aber jedenfalls, die stoßen ja nicht alle gleichzeitig aus, sondern einmal der hier, dann der hier, der runter geht. Man möchte halt nicht, dass das alles gleichzeitig rauskommt. Aber ob das wirklich der Grund ist, warum das so eine Spaghetti ist? Könnte ja fast selber ein Turbo sein. Na gut. Aber ich würde sagen, Fächerkrümmer ist gar nicht so nötig, oder? Nur Fächerkrümmer. Es ist also auch schön stromoptimiert, muss man echt mal sagen. Also Respekt. Das möchte ich gar nicht bauen müssen. Der ist wirklich sehr viel schöner gestaltet, sage ich jetzt einfach mal. Also der ist wirklich recht billig. Hätte jetzt den genommen. Mit so einen krassen Fächerkrümmer brauchen wir jetzt nicht. So. Nehmen wir zwei Rohre oder eins? Doppelt? Doppelt? Eins. Bleiben wir mal bei eins. Leise soll er sein. Es ist ein Premium. So. Ah ja, und jetzt sehen wir hier das erste Mal das Overlay. Aber darauf gebe ich jetzt gleich erst ein. Jetzt erstmal. Wir können hier zwischen 90er und 80er auswählen. In 40ern, das ist. Na gut. Das Einfärben, damit mache ich mir immer. Damit habe ich immer meinen Spaß. Wie ist es denn dieses Mal? Ah, das ist der Block. Der Block. Der Block, der darf ordentlich matt sein. Ein bisschen. Ah, nee. Ah, okay, von mir. Ist der Grauguss? Nee. Was, Grauguss? Moment. War nochmal das Gusseisen, ne? Hä, was? Gusseisen ist ja kein Grauguss. Aber, ah, so gefällt er mir. Ventilabdeckung. Die Ventilabdeckung, Premium sind wir. Premium Rot, immer. Also diese Flakes. Also das fand ich immer schon ein bisschen schade. Er macht diese Flakes da immer rein. Das finde ich. Ich weiß nicht. Ich mag solche Flakes überhaupt nicht. Aber gut. Man muss das immer selber sehen. So, nicht so krass. Wir wollen ja hier nicht wie bei Excel irgendwie so eine Ultrafarbe haben. Ein bisschen dunkler. So ist schön. So, was nehmen wir denn hier? Moment, was war das jetzt gerade? Elf, irgendwas. So. Nochmal so ein Schriftzug. Ach so, das.
Das können wir ja eigentlich in Stahl lassen. Ne? Sieht ganz schick aus. If Cover Trim. Ah. Die Bolzen. Das sind doch bestimmt die hier. Die meinen Chrom. Oder? Da. Da. Chrom. Guck mal. Chrom sieht toll aus. Da. Die können wir ordentlich shiny machen. Und der Intake. So, wir sind ja 1946. Ich weiß jetzt nicht, wann Kunststoff erfunden wurde. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass Kunststoff zu dem Zeitpunkt jetzt nicht das große Ding war. Beziehungsweise höchstens das Bakelit. Dieses schwarze Zeug. Aber ich würde da jetzt einfach hier bei Stahl bleiben. Stoff ist ja vollkommen falsch. Transparent. Anders. Ah, glaube ich, bleibe bei einfach Stahl. Plastik eigentlich sogar recht grimmig aussieht, ne? Aber dass das hier aus Kunststoff ist, das glaube ich nicht. So direkt draufgeschraubt? Ah, das ist ja nicht. Nehmen wir Stahl. So. Ja, jetzt ist ein hübscher kleiner Motor. Klein ist er ja nicht, aber das ist ein hübscher Motor. So, das ist jetzt hier dieser Leistungsprüfer, würde ich mal nennen. Hier kann man automatisch testen und manuell testen. Machen wir einfach mal. Kann man mit diesem Regler kann man ihn einfach hochdrehen. Wenn ich jetzt mal die Klappe halte, dann kann man ihn auch hören, hoffentlich. Ja, also sehr gedämpft. Mach mal kurz hier die Absorption raus. Jetzt ist er sehr viel lauter. Ich weiß gar nicht, wie laut meine Stimme dagegen ist. Aber ist jetzt auch egal. Ja, hier zeigt er halt die ganzen Sachen an. Automatisch ist eigentlich nur, dass er so langsam da durchläuft. Es ist eigentlich keine große Kunst hinter. Ja, mehr passiert da auch nicht. Das ist der automatische Test gewesen, den finde ich recht langweilig. Und jedenfalls hier sehen wir auch die ganzen Daten. Also wir haben zum Beispiel eine Höchstleistung von 63 kW bei knapp 160 Newtonmeter. Ja, die Laufruhe, also diese ganzen Werte, desto höher die sind, desto besser sind die. Ich überlege gerade, ob es vielleicht eine Ausnahme gibt. Ja, natürlich, bei Kosten ist es natürlich nicht so. Aber der zeigt das auch in Rot und Blau, Rot und Grün an. So, Auspuff. Hier, da sehen wir zum Beispiel hier. Wir haben sehr viel mehr Leistung dazu gewonnen. Mit dem doppelten Rohr. Hier oben, ein 104er Index. Wir haben deswegen aber auch Gewicht dazu genommen. 3 Kilo knapp. Kühlung geht hoch. Ja, der kann besser atmen halt. Lautstärke geht hoch. Kraftstoffeffizienz geht auch hoch. Und mal, können wir das vielleicht das simulieren, wenn wir den einfach. Guck mal, das ist sogar sinnvoller eigentlich, oder? 11? Gut, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ob das jetzt 11 war oder weniger, Moment. Wir waren doch bei Klopfen. Waren wir in einem roten Bereich. 29. Wäre bei 11,2. Wäre eigentlich. Ja, echt, ne? Und einzeln, wenn ich einzeln nehme, bei 104 landen möchte, 11,2, na gut. Wir sparen halt die 3 Kilo. Ich glaube, ich bleib so. Kraftstoffanlage. Ich muss sagen, bei Kraftstoffgemisch, das angezeigt hier, dort kann man immer ein Maximum nehmen, was von diesen Herrschaften hier abhängt. Also entweder die Vergasertype, beziehungsweise dann später das Einspritzen und so weiter und so fort. Aber auch den Lufteinlass und so. Ne, vom Lufteinlass ist gar nicht abhängig. Okay, gut zu wissen. Aber eben von denen hier. Obwohl, ne, von dem auch nicht. Nur davon. Was? Jedenfalls sage ich immer meist auf Maximum. Dann haben wir kein Spritproblem. Wird nämlich die Oktanzahl angezeigt, welche wir brauchen, wenn wir
zum Beispiel hier jetzt bei 97 sind und würden jetzt aber 92 nehmen, dann fängt er an zu klopfen. Das heißt, der verbrennt zu früh. Moment. Denn das. Aber so, okay. Dann zum Beispiel, wenn er klopft, dann geht er hoch und kurz bevor er ganz oben ist, explodiert er schon. Das wollen wir halt nicht. Und deswegen müssen wir aufpassen auf die Oktanzahl, damit der nicht solche Fehlzündungen macht, fast schon. So, das wird halt hier angezeigt. Ventilflattern wird hier auch angezeigt, also wenn die Ventile nicht mehr hinterherkommen, sage ich jetzt einfach mal. Dann wie die Kolben und die Pleuel belastet sind. Hier Drehmoment und Drehzahl, genau. Und für die Kurbelbilder auch nochmal. Hier zeigt jetzt uns auch ein sehr schönes Diagramm an. Dort steht drin, dass der Kolben einem hohen Drehmoment unterliegt. Okay. Der Kolben, der Pleuel liegt auch einem hohen Drehmoment. Okay. Der hat Ventilflattern, das sehen wir hier. Und er läuft fett ab. Diese Meldung macht man einfach weg. Macht man hier einen runter, dann ist das schon wieder weg. Also, wir sehen schon, Drehmoment technisch haben wir ein Problem. Aber dafür Drehzahl technisch überhaupt nicht. Wir würden dann Probleme begehen mal 5900. Also jetzt gar nicht so kritisch. Ja, vielleicht kann man sogar auf die anderen Kolben gehen. Mal gucken. Also hier ist halt Endspielerei später möglich, aber jetzt eben noch nicht. So. Ich würde gerne einen eher Laufruhigen haben. Deswegen die Nockenwellen, das Nockenwellenprofil auf runterstellen. Das sieht man auch hier in der Laufbahn. Da ist es grün geworden, das heißt, es wird besser. Aber wir handeln uns deswegen auch natürlich auch Ventilflattern ein. Das wird aber später erst interessant, weil das wird ja erst. Welcher Drehzahl? Steht nur 0,95. Also 0,95 mal 5700 oder was? Kann sein. Wie gesagt, noch im Early Access. Hier können wir die Verdichtung noch einstellen. Das ist immer ein heftiger Ausschlag, hier bei der Oktanzahl besonders. Ja, zack, sind wir über den 98, die wir auswählen können, haben wir Klopfen. Klopfen ist schlecht. Deswegen, also, Kraftstoffanlage, beim Kraftstoff steht auch die Drehzahl. Da gehen wir einfach ein bisschen runter, dann haben wir kein Ventilflatter mehr. Wir noch ein bisschen weniger gehen. Weil ganz ehrlich, hier kommt nicht mehr Leistung. Bringt uns nicht. Kolben und Deploy sind zu 5% überbelastet. Vielleicht auch 5% an der Grenze. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, da können wir mal. Ach nee, guck mal. Hier würden sogar drehzahltechnisch gar kein Problem ergeben. Ja, dann nehmen wir die Eisenkolben. Komplett. Ah ja, hier. Da sehen wir die Laufruhe. Die Laufruhe nimmt drastisch ab. Sonst ist das eigentlich kein großer Unterschied. Aber ich nehme halt die Laufruhe mit. Premium. Laufruhe sollte eigentlich ganz gut. Jetzt gucken wir nochmal einmal. Hier können wir die Leistung nicht steigern. Ich möchte halt immer ein bisschen gucken. 150 kW ist jetzt für ein 40er Jahre Motor? Doch, ja, das ist 40er Jahre, aber wahrscheinlich wird der veröffentlicht werden dann von 1950, aber gut. Wir nehmen zwei Vergaser, also wir können einen Vergaser nehmen. Dazu geht die Oktanzahl runter. Aber das finde ich jetzt gar nicht nötig. Bei 150 kW, da würden sich heute auch noch Leute drüber freuen, wenn die sowas haben. Verdichtung, ja, die ist eigentlich ganz angenehm so. Ich würde den sogar so lassen, ne? Hier zeigt er auch keine Warnungen an, das ist sehr schön. Und dann können wir ihn jetzt uns einmal nochmal anhören. Ist halt typischer V8. Ja, dieser Begrenzer ist eigentlich recht untypisch für das Alter. Eigentlich gehen die ja
recht nah ran und irgendwann kann er dann nicht mehr. Sagen wir, wenn er bei 4000 den Begrenzer hätte. Na, dann macht er so und dann fertig. Dann ist Ende. Aber gut.